Was tun, wenn einem beim Skifahren ein Unfall passiert? Wer ist schuld? Wer zahlt? Wer haftet? Auf all diese Fragen haben die Experten beim Arbeiterkammer Konsumentenschutz eine Antwort. Wie man sich schon im Vorfeld schützen und versichern kann, weiß AK-Experte Thomas Grünberger. Was sind da für Anfragen genau? Nein, es geht hauptsächlich darum, dass zum Beispiel Leute mit dem Hubschrauber weggeflogen werden, die Sozialversicherung das in großen Teilen nicht bezahlt und die Leute halt dann schauen müssen, habe ich da in irgendeiner Form Versicherungsschutz über eine Unfallversicherung, über vielleicht irgendeine Kreditkartenversicherung oder die Mitgliedschaft in irgendeiner ABÖ, MTC oder irgendeinen Alpenverein, ja, oder ÖSV beispielsweise. Und dann schaut man sich das durch und kann den Leuten sagen, okay, das ist versichert oder es ist nicht versichert. Wenn es nicht versichert ist, kann es zum Teil dann ganz schön teuer werden, weil so eine Hubschrauberbergung kostet einige tausend Euro. Das heißt, man sollte eigentlich schon im Vorfeld schauen, wo bin ich versichert, wie kann ich mich abdecken? Definitiv im Vorfeld, ja. Auf der Skipiste hilft es dann nichts mehr. Man sollte sich im Vorab überlegen, welche Risiken gehe ich ein, was kann ich absichern, was ist halt was ganz Normales, das halt versicherbar ist, und was ist was, wo ich sage, okay, wenn ich in einen verbauten Lawinenhang reinfahre, könnte es natürlich auch sein, dass die Versicherung sagt, lieber Versicherungsnehmer, grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsätzlichkeit, wir zahlen das nicht. Ja. Also das sollte man auf alle Fälle auch beachten. Sie sind ja selbst aktiver Sportler. Was beobachten Sie so auf der Piste? Es werden immer mehr Menschen, immer mehr Regeln? Dass immer mehr Menschen, Sie haben recht, ja, teilweise ist es zu Stoßzeiten sehr, sehr voll und man muss wirklich sehr aufpassen, aber man selbst ganz gut Skifahren kann. Das, was ich auch merke, ist, dass halt einfach manche keine Rücksicht nehmen, dass zum Beispiel Leute mit Kopfhörern und Musik unterwegs sind, der kann keine Gefahr mit in irgendeiner Form wahrnehmen, sondern der kriegt halt von dem rundum relativ wenig mit. Wenn man den irgendwie anschreit, weil es halt irgendwie knapp wird, dann wird natürlich ein Unfall passieren. Und das ist halt leider eine Entwicklung, die wir haben. Gibt es ja von Seiten der Arbeiterkammer irgendwie Aufklärung oder Appelle, wie man sich verhält auf der Piste? Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel in der letzten Treffpunktausgabe einen Artikel auch gemacht, wo wir die Pistenregeln drinnen haben, wo wir auch auf die Absicherung hinweisen. Das ist in Wahrheit, es ist auf der Homepage drauf. Also wir versuchen die Leute darauf aufmerksam zu machen. Als Resümee könnte man also sagen, eine Versicherung schützt nicht bei allen Taten. So ist es natürlich auch nicht. Auch die Versicherung hat Bereiche, wo sie nicht deckt. Vor allem auch, wenn ich sage, ich bin unter Alkohol Einfluss, dann wird die Versicherung auch sagen, danke, Wiedersehen, wir zahlen das natürlich nicht. Sie wird, wenn ich irgendwo in einen Risikohang einfahre, natürlich sogar Vorsätzlichkeit einwenden. Also auch ein Versicherungsschutz ist nicht ein Freibrief für jeden Blödsinn. So kann man es kurz zusammenfassen.